miteinander und heute zusammen. Ich begrüße euch endlich wieder zu Tackling, dem billigsten Fußballmagazin der Schweiz. Und ich frage dich, Michi, was haben wir heute für super Themen? Raffi, heute haben wir natürlich ganz klar den Match gegen Lugano. Und wir fragen uns, stinkt es beim FCL im Kopf oben nicht? Ein Reis ist Tessin. Es ist eigentlich immer ein Reis wert. Einfach wenn es um Fußball geht, ist es eine andere Sache, oder? Könnt ihr es nicht so unterschreiben, weil statistisch gesehen hat der FC ja gar nicht so schlecht abgeschnitten an seinem Tessin. Und Michi, wenn man den Match anschaut gegen Lugano, in der ersten Halbzeit ist man, ja, ich sage jetzt mal, durch einen blöden Fehler ein bisschen dumm in den Rückstand geraten, hat aber das Spiel nachher an sich gerissen und ziemlich verdient das 1-1 gemacht, Ausgleich geschossen durch den Marciotta. Und ich finde, der Marciotta kommt langsam, aber sicher. Seine Scorerwerte sprechen für sich gegenüber zu anderen Spielern. Vieles hoffen in dem Moment, muss man sagen. Und dann, Michi, die zweite Halbzeit, die ist einfach wirklich schlecht gewesen. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe gehofft, man knüpft gegen das IB-Spiel an. Das war aber nicht der Fall gewesen. Es haben sich Fehlpässe aneinander gereiht. Es war keine Idee wieder im Spiel gewesen. Und wenn ich jetzt auch noch möchte erwähnen, es tut mir leid, der Pascal Schöpf, es stellt sich bei mir die Frage, wäre es echt mal sinnvoll, dass man einen Schöpf vorne reinstellt, anstatt auf links? Weil ich finde, mich in seine Flanken kommen immer ziemlich schwach in letzter Zeit. Und ja, in dem Sinn muss man zusammengefasst sagen, wenn man das Spiel anschaut, es ist fast ein glücklicher Punkt, möchte ich jetzt nicht sagen, weil Lugano ist zwar nicht besser in der zweiten Halbzeit, aber viel zwingender sind es eigentlich nicht gewesen, oder? Ja, ich finde schlussendlich, das Unentschieden war gerecht gewesen. Es hat den entsprechenden Leistungen entsprochen oder gezeigten Leistungen entsprochen. Nur das Unentschieden hilft ja weder Lugano noch dem FCL wirklich weiter in so einem Spiel. Und das war eigentlich das, was mich jetzt, vor allem eben, wie du auch gesagt hast, in der zweiten Halbzeit gestört hat. Ich hatte dann einfach immer das Gefühl gehabt, in der zweiten Halbzeit, der FCL, der will gar nicht gewinnen. Der spielt jetzt mal auf den Punkt. Gut haben wir den Punkt und vielleicht gibt es mal einen Lucky Punch und dann ja, holen wir vielleicht die drei Punkte. Aber der Wille jetzt überhaupt, gegen vorne zu spielen und wirklich etwas zu erreichen, also wirklich einen Sieg einzufahren, den habe ich in der zweiten Halbzeit vermisst. Die ganze Mannschaft ist sehr tief, nicht nur relativ, sondern wirklich sehr tief gestanden. Teilweise wirklich mit allen 11 in der eigenen Halbzeit, eigenen Hälfte natürlich, in der ganzen Halbzeit dort. Und ja, über längere Zeit. Und ja, es ist irgendwo für mich nicht ersichtlich gewesen, mal die Mannschaft will wirklich den Sieg heimfahren. Was schade war nach der relativ guten ersten Halbzeit, das muss man schon auch sagen. Nur wenn in der zweiten Halbzeit, in der 74. Minute, wirklich der erste Schuss aufs gegnerische Goal kommt, dann muss man sich schon auch fragen, was sind denn überhaupt Ziele gewesen und Zielsetzung? Was hat der Thomas Häberli der Mannschaft gesagt in der Halbzeit? Hat er gesagt, ja, eben, wir nehmen jetzt mal den Punkt und schauen, was noch rausschaut. Oder hat er gesagt, wir pushen nochmal? Und ja, das ist für mich die grosse Frage. Hat die Mannschaft das umgesetzt, was der Trainer wollte, oder hat sie es nicht können umsetzen? Das, was er hätte wollen. Und ja, das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Schlussendlich eben, es ist jetzt ein 1-1. Wir nehmen den Punkt. Wenn es einer Mannschaft hilft, hilft der Punkt vielleicht im FCL ein bisschen mehr als Lugano, oder, Raffi? Ich weiss es gar nicht. Das ist noch interessant, Michi. Du hast mich auf etwas aufgelüpft. Von wegen Punkt und was kann man brauchen. In dem Moment, wo du Ganesi an mich hinten rumgeballert händ, sind sie ausgepfiffen worden vom eigenen Publikum. Die haben das Team dann antreiben. Und ich finde, es ist genau das, was eigentlich auch der FCL in letzter Zeit macht, das Ideenlose hinten rumspielen. Das ist heute einfach auch wieder der Fall gewesen. Ob jetzt das der Punkt Lugano mehr hilft, das wird die Zukunft zeigen. Ich bezweifle es. Ob der Punkt dem FCL irgendwie hilft, wird sich im Spiel gegen Xamax zeigen. Das wird sicher ein härter Match. Was ich jetzt gleich auch möchte ansprechen, und da kommen wir gerade übergreifend zum zweiten Thema, ist eine mentale Sache, Michi. Wir können es jetzt ein bisschen humoristisch nennen und sagen, hey,
Es ist ja gar noch nicht Oktober, wir haben das Gesicht von der Mannschaft ja gar noch nicht gesehen. Aber jetzt gleich, ich möchte einfach mal rückblickend sagen, hey, wir haben eine ganze Vorbereitung gemacht mit dem Team, also wir, der Heberli mit seinem Staff und mit der Mannschaft, eine ganze Vorbereitung und sind dann ja, mehr oder weniger in die Meisterschaft gestartet. Müssen wir jetzt auch nicht gross warten auf das zurückkommen, aber es hat ihn ja stark nachgelassen. Und dann sind die Ausreden gekommen wegen Doppelbelastung und weiss nicht was auch immer. Jetzt hat man 3 Wochen, ich sage es jetzt mal so, im normalen Arbeitnehmer-Slang, wir hatten 3 Wochen quasi Ferien gehabt. Hat letzte Woche kurz einen Arbeitseinsatz gehabt gegen den FC Wolle, wo man die Pflicht erfüllt hat. Und hat jetzt ein Spiel gegen Lugano, wo im Göpp gespielt hat, wo am Donnerstag noch gegen Kopenhagen in der Euroleague gespielt hat. Und dann, nach Ende vom Spiel, hört man ein Interview von Marvin Schulz und sagt, am Schluss hat uns eben die Luft gefällt. Aber bei Lugano hat man gemerkt, die Luft ist genommen. Da muss man sich fragen, Michi, ist da irgendwie mental etwas, das ziemlich schief läuft? Ja, das ist eine berechtigte Frage, Raffi. Also, eben gerade das Interview von Marvin Schulz, da bin ich dann schlussendlich staunend vor dem Fernseher gehockt, weil man hat sich immer beklagt über die Doppelbelastung da während den europäischen Wochen. Und jetzt, wo man gegen einen Gegner hat, der die Doppelbelastung noch hat, sagt man plötzlich, ja, uns hat Kraft gefehlt. Ja, da fehlt mir ein bisschen die Logik dafür. Aber ja, muss ich ja vielleicht auch nicht wirklich verstehen. das ist ja in den letzten paar Jahren immer so ein bisschen auch noch der Vorteil vom FCL gegenüber anderen Teams. Man hat in den letzten 40 Stunden noch ein bisschen zulegen. Immer. Man hat, ich glaube, in der letzten Saison am meisten Goal geschossen in der Schlussviertelstunde, wenn es mir recht ist. Oder ist bei den Besten dabei gewesen. Und ja, jetzt das Jahr, irgendwo dunkel es mir, ja, ist wirklich die Luftende von den Spielen jeweils draussen. Erstaunlich ist eigentlich, dass man ja den gleichen Conditrainer noch hat wie in den letzten Jahren. Und ja, es ist ja in dem Sinn, wie du sagst, Raffi, anscheinend dann effektiv eine mentale Frage. Nur eine mentale Frage, wo? Ist eine mentale Frage von jedem einzelnen Spieler? Ist eine Mentalitätsfrage, wie die Spieler eingestellt sind? Ist die andere Frage? Ich weiß nicht. Also ich. Ja, das, ich glaube, das ist eine mentale Sache von den Spielern vor allem. Aber ich muss dazu sagen, irgendwo habe ich auch das Gefühl, es ist eine Art mentale Sache vom Heberli. Jetzt wird das Spiel angeschaut gegen Lugano. Und jetzt sind auch ihr gefragt, das nimmt mich eben Wunder, was ihr darüber denkt. Wir wechseln es nur 2-mal aus. Wieso? Ich finde, in so einem Spiel darf man erstens mal früher einwechseln, wenn man merkt, es braucht frischen Wind. Und wenn ich jetzt so überlege, dass man vielleicht in den letzten 10 Minuten eigentlich nur noch hinter ihnen gestanden ist und den Ball vorgedrescht hat und vielleicht auf den Lucky Punch gehofft hat, hat mir gefällt, dass man dort jemanden einwechselt, der eben frischen Wind bringt. Eben die jungen Wilden, die jetzt im Aufgebot gewesen sind. Das lässt einfach viele Fragen offen, Michi, oder? Absolut, absolut. Das ist ein guter Anstoß oder Diskussionsanstoß, den du gebracht hast jetzt, Raffi, wegen Auswechseln. Schlussendlich, man hätte die Möglichkeit, 3-mal zu wechseln. Und ja, anscheinend ist es ja ein konditionelles Problem, ein Kraftproblem gewesen von der Mannschaft, dass sie nicht mehr können, dass der Schnuff ausgegangen ist. Und dann, ja, wie du sagst, dann müssen wir eigentlich alle zur Verfügung stehenden Kräfte noch mobilisieren und halt wirklich die 3 Wechsel vornehmen. Nur eben, den Gameplan vom Heberli können wir so nicht, oder? Da, ja, ist sein Geheimnis. Wäre vielleicht mal interessant, so etwas zu wissen. Aber ja, hilft ja eigentlich alles nichts jetzt. Also es ist, wie du sagst, noch nicht Oktober. Warten wir doch auf den Oktober, wenn wir den Oktober abwarten und dann sehen wir das wahre Gesicht vom FCL, weil mehr kann man jetzt ja eigentlich gar nicht mehr erwarten, hoffen, was auch immer. Nein, wir hoffen schon, dass es gegen Xamax eben das richtige Gesicht schon gezeigt wird. Apropos Michi, du hast noch etwas zum Schluss gehört für uns? Ja, gehört weniger, aber wir haben wieder mal uns auf die Suche gemacht
für euch noch einen Bestwert von dieser Runde. Und das Mal haben wir die beste hängende Spitze von der Runde ausgesucht und präsentieren es euch hier und wünschen euch damit einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.